Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das klappt mit den Videos heute, weil eigentlich habe ich das geplant, ein paar Videos zu drehen, aber ich sehe schon im Display, es ist ein bisschen dunkel, obwohl hier die Softbox steht, also hier, und da die Kamera, also nicht die Kamera, Tageslicht von da kommt und es ist trotzdem dunkel. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich kann es mir denken. Zudem habe ich mir gedacht, eine neue Location. Nein, das liegt daran, weil ich hatte meinen Akku falsch reingelegt. Zumindest dachte ich das. Mein Vater hat ihn rausgeholt. Und der Akku war dann halt nicht kaputt gewesen, sondern... Ja doch, der war dann halt nicht falsch reingelegt, sondern der war kaputt gewesen. Und das Problem ist, ich glaube, er hat mir die Kamera verstellt. Also das vermute ich. Und ja, deswegen sieht das jetzt so dunkel aus. Ich hoffe... Ich weiß nicht, wie ich das wieder richtig machen kann und ich hoffe, die Qualität ist gut, dass die jetzt nicht... Weil hier stehen hier ganz viele Sachen, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe die jetzt aber... Normalerweise drehe ich immer im manuellen Bereich. Jetzt habe ich auf Automatik gestellt. Vielleicht wird das was, damit der irgendwie, keine Ahnung, automatisch vielleicht heller wird. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird was, ja. Also, fangen wir direkt mal an, weil zudem ist es heute sehr laut hier. Ich hoffe, ihr kriegt das nicht mit. Ich habe Angst, dass ihr alles hört, weil ich höre alles. Aber die Kamera hört wohl doch nicht so viel wie ich. Das ist schon mal sehr gut. Nee, es geht um die Rossmann Schön für mich Box. Ich habe sie ja gewonnen. Also das letzte Mal hatte ich Glück. Also ich hatte, also das ist meine dritte Schön für mich Box. Ich hatte vor einem Jahr im Mai 2014 einmal die Box gewonnen. Da kann ich euch das Video hier auf dem i-Punkt verlinken. So wie in diesem Jahr im Mai hatte ich auch Glück. Da verlinke ich euch auch das Video hier oben. Schaut euch das Video an. Ich habe mir das gerade angeschaut. Und wie ich da in diesem Video aussehe. Also lange Haare. Die Augenbrauen sahen ein bisschen komisch aus. Ich habe die gestern zupfen lassen. Deswegen sehen die wieder normal aus. Und ja, ich war hier so ein bisschen fülliger. Also wenn ich mir so die alten Videos anschaue. Ich habe ja immer bis hier gefilmt. Und man sieht auch an den Schultern, dass ich schon ein bisschen abgenommen habe. Also das ist wirklich verblüffend, wenn ich mir so die alten Videos anschaue. Mhm. Ja, aber los geht's. Ich zeige euch die Box. Ja, das ist die Oktoberbox. Einige haben schon gespoilert. Ja, weil der Coupon war wohl schon vor einer Woche da. Bei mir ist das Problem, ich habe ja ein Postfach eingerichtet und meine ganze private Post geht ins Postfach. Und ich gehe ja nicht jeden Tag zum Postfach, so wie zum Briefkasten, sondern einmal in der Woche. Und ja, da kam der wohl an. Ich hole die nämlich immer freitags ab. Und da kam ja wohl Samstag der Coupon an und dann war ich erst eine Woche später da. Ja, und dann haben auch einige schon gespoilert. Ich habe trotzdem versucht, nicht alles zu sehen, sondern direkt weg, alles abzuschalten, wegzugucken, um nichts zu sehen. Und ja, jetzt zeige ich sie euch. Also ich bin gespannt, was drin ist. Aber irgendwie gefällt mir das Licht heute nicht. Aber ich weiß nicht, was ich... Egal, ich will nicht meckern. Ich fange mit dem Video an. So. Also die Schön für mich Box Oktober. So. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Schwer, ja. Also hier... Und wir packen sie aus. Hier. Weiter geht's mit... ich glaube, hier gucken wir jetzt später rein. Aber so wie ich mich kenne, vergessen wir das wieder. Wie immer. So. Schaut mal. So. Sieht sie aus? Oh, ich sehe schon was, das zeige ich euch direkt. Und zwar ist hier dieses Parfüm drin. Von Michalski Berlin, Eau de Parfüm, das hier. Und da konnte man sich letztens bei Rossmann für einen Produkttest bewerben. Und da habe ich mich beworben, weil ich das unbedingt haben wollte. Und ja, jetzt habe ich es in der Box drin. Wer hätte das gedacht? Ich weiß jetzt nicht, wie es riecht. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich das behalten oder verschenken werde, aber ich kann Düfte eh schlecht beschreiben. Ja, also ich finde, Düfte zu beschreiben ist schwierig. Ja. So, das hier einmal.
Dann haben wir hier drin, da habe ich auch mal, glaube ich, an so einem Gewinnspiel teilgenommen. Von TT Sept Schaumbad Auszeit. Pinke Orchidee. Ja, das hier. Das ist Schaumbad, mag ich gerne, finde ich gut. Oh, mein Rücken tut hier weh. Lila. Riecht auch gut, könnt ihr sehen. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache, fokussiert der jetzt? Ne. Ne, auch nicht. Aber hier ist irgendwas, seht ihr das? Ist das, ich glaube, das ist ausgelaufen. Jetzt ist irgendwie so eine blaue Paste dran. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Ich habe immer das gute Glück, dass bei mir alles ausläuft. Ja. Dann einmal Finger Natural Look, das hier. Ja, also so Plastikfingernägel aus der Drogerie. Das kann nichts werden. Ich denke, ich werde das verlosen. Ja, weil ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung mit Plastiknägeln gemacht. Also ich weiß, also Gelnägel sind okay, aber da sieht das immer so künstlich aus, finde ich jetzt. So, dann geht's weiter mit Dove Body Lotion, diese intensiv verwöhnend, diese neue Dermaspa. Kennt ihr die schon? Also, ich habe viel in der Werbung davon gehört. Also, riechen tue ich jetzt nicht viel. Aber oh, ich freue mich, sie zu testen, weil Dove hat da sowieso coole Sachen. Weiter geht's mit Sagrotan Pro Fresh Duschcreme. Ich wusste gar nicht, dass Sagrotan Duschcremes hat. Das ist doch so Desinfizierzeug. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Das ist vermindert geruchsbildende Bakterien. Und ja, das ist, glaube ich, Feige oder so. Steht hier gar nicht drauf. Aber das riecht gut, ja. Dann Baby More, reichhaltige Feuchtigkeitshilfe für trockene Haut. Finde ich gut. Ich mag ja auch Baby Yankee total gerne. Aber irgendwie kaufe ich mir nie Produkte davon. Frag mich nicht, wieso. Also die werde ich auf jeden Fall probieren. Also, ich lasse die noch zu. Aber klar, die werde ich definitiv ausprobieren. Weil ich bin mit den, ich sitze hier doch nicht bequem auf dem Boden. Okay, also ich finde es gut, ich werde es definitiv ausprobieren, ja. So, weiter geht's mit drei Sachen. Einmal hier eine XXL Rose Eyeshadow Palette von Rival de Loop Young. Also einmal diese hier. Finde ich cool. Aber ich denke, ich werde sie auch verlosen. Ich glaube, ja. Also, das hier. Ihr könnt euch übrigens freuen. Es wird nämlich, ich weiß, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich werde wieder eine Adventsverlosung machen, wie im letzten Jahr. Aber diesmal werde ich sie auf Facebook und Instagram machen. Also einmal Facebook, dann Instagram, dann Facebook und dann wieder Instagram. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mitmachen. Ihr könnt mich ja schon auf Facebook liken und auf Instagram könnt ihr mir folgen. Die Links findet ihr wie immer in der Infobox. Also schaut da vorbei und auf Snapchat bin ich übrigens auch sehr aktiv. Ja, momentan eher nicht so, aber sonst bin ich auch immer sehr aktiv da. So, weiter geht's mit diesem Stift hier. Rival de Loop Jumbo Lipstick. Mit Beerenduft, also einmal das hier. Und dann ist hier noch, was ist das? Isana Young? Isana? Ach ne, Isana Young ist, haben die Make-up? Isana ist doch eher so diese Gesichtspflege, oder? Perfect Cover Cream. Aha. Sowas hier. Auch cool, oder? Ja. Das war's. Die Box ist leer. Ja, die Box ist leer. Geht da weg. Ja. Und, ja, wie fand ich die Box? Ja, ganz okay, also nicht schlecht.
Ich finde, das Parfüm finde ich cool. Also ich zeige euch mal die Sachen, die ich cool finde. Also das hier finde ich cool. Also doch, ich glaube, ich werde den behalten, weil... Doch, ich glaube schon. Auch ich behalte ihn. Ich werde den jetzt auch dran schnuppern, weil ich habe mich jetzt doch entschieden, ihn zu behalten. Aber was ist, wenn mir der Duft jetzt nicht gefällt, ne? Egal. Also so hier. Das ist ja Eau de Parfum und nicht Eau de Toilette. Guck mal, voll edel, oder? Ich bin mal gespannt. Doch, aber irgendwie kommt mir der Duft bekannt vor. Doch, riecht gut, so edel. Passt zur Verpackung. Doch, der gefällt mir. Ich werde ihn behalten. Definitiv. Ja, so schaut er aus. 20 Milliliter. Ne, 25 und Eau de Parfum, ne? Doch, ich finde ihn gut. Ja. So, also das Parfüm gefällt mir. Das gefällt mir mit Schaumbad. Kann ich immer gut gebrauchen. Das gefällt mir hier auch von Dove. Und das von Baby Yankee gefällt mir auch. Und das auch, das von Sagrotan. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist das hier. Aber das werde ich, denke ich, verlosen. Und ja doch, jetzt kann ich nicht sagen, mir fehlt die dekorative Kosmetik. Die ist nämlich hier. Ja, finde ich auch eigentlich ganz okay. Ich bin jetzt zwar kein Rival de Loup-Fan, muss ich sagen, aber ist ja eigentlich egal. Also, ich denke, ich werde das verlosen. Denke ich mal. Ja. Und ja, das war die Box. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Box gefallen hat. Wie fandet ihr sie? Ich fand sie nicht schlecht. Also sie war ganz okay. Und ja, was noch? Schaut euch meine letzten Videos an, hier oben auf dem i-Punkt. Meine beiden letzten Rossmann Box Videos werde ich euch verlinken. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir, wie findet ihr die neue Location? Findet ihr sie gut oder eher nicht so? Das würde mich auch interessieren. Und ja, ansonsten, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Mwah!